Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und der heutige Zoo, der kommt von Shiny aka Kleine Wölfin auf YouTube. Und die sendet uns sogar zwei Speicherstände. Was sie uns da genau sendet, das lese ich euch mal eben vor. Denn sie schreibt, Huhu, lieber Dandy. Ich hatte dir mein Zoo schon eingeschickt und während der Wartezeit habe ich an einer Überraschung für dich gebastelt. Da diese nun fertig ist, schicke ich sie einfach mit. Mein Zoo ist sehr klein, deswegen heißt er auch Little World. So hoffe ich, dass die Überraschung noch dazu passt. Es ist nur eine Little Surprise. Das sind übrigens die beiden Speicherstandsnamen, also Little World und Little Surprise. Die werden wir uns gleich angucken. Hier schreibt sie noch ein bisschen was persönlich an mich. Ich habe dir auch eine Hängematte und Getränke bereitgestellt. Mal schauen, ob du sie findest. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Ausflug in meine kleinen Welten. Liebe Grüße, Shiny. Vielen lieben Dank, Shiny. Und wir werden uns jetzt gemeinsam dein Zoo anschauen. Und als erstes starten wir in die Little World, würde ich sagen. Und schon sind wir da in deinem Zoo. Und der Eingangsbereich ist auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Ist das der alte Eingangsbereich, den du einfach nur hier schön ausgekleidet hast? Oder hast du es wirklich geschafft, diese Teleporter umzuplatzieren? Gute Frage, ne? Also das ist auf jeden Fall sehr elegant eingebaut. Man sieht nicht, dass das hier irgendwas mit diesem alten Standardeingangsbereich zu tun hat. Nicht schlecht. Hier plätschert auch schon was. Oh, wie schön. Und das ist auch süß. Hier so ein ganz kleiner Springbrunnen, sage ich mal. So ein bisschen Geplätschere. Das finde ich toll. Hast du auch toll gemacht hier mit diesem kleinen Wasser. Das ist, glaube ich, auch nur so eine Düse, aber trotzdem, das sieht gut aus. Finde ich cool. Eine tolle Idee. Ich liebe ja Wasserplätschern am Eingang. Hier geht es auf jeden Fall in so ein asiatisches Gebäude. Da ist auch so coole Bodendeko gemacht. Gehen wir mal hinein. Kasse. Oh, okay. Hier ist auch nochmal ein schöner Springbrunnen. Wie toll. Hier können wir uns dann die Tickets holen bei der Kasse. Cool. Sieht schon schön aus. Oh, die Schriftart ist ja cool. Wie hast du das denn gemacht? Little World. Okay, das sieht cool aus. Ich weiß nicht, wie du es gemacht hast. Sieht aber sehr cool aus. Ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwelche Schilder sind und dass man da... Oder hast du das selber gebaut, die Schrift? Nee, ich glaube nicht. Dafür hat sie zu viele Details hier mit diesen ganzen... Nee. Hm, oder? Ich weiß es nicht. Sieht auf jeden Fall richtig cool aus mit diesem Holz und dann dem Glas darüber und der Schriftart. Das ist ganz schön. Hier ist ja diese... Wie heißen denn diese teuren Pflanzen dann noch? So sieht das so ein bisschen aus. Bonsai, ne? Bonsai-Baum. Okay, ich... Nee, hier ist das anders, oder? Der Eingang... Hast du das umgebaut? Guck mal, hier sind die Teleporter halt anders platziert. Hier sind die so mittig, da hinten sind die auseinander. Okay, das ist verwirrend. Seht ihr das? Hier sind die links und rechts auseinander. Also, du hast hier auf jeden Fall irgendwie was abgeändert. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Finde ich auf jeden Fall interessant, dass man das machen kann. Hier ist auch nochmal eine Kasse. Das ist cool. Man kann auf beiden Seiten ankommen. Und dann kommt man in so ein schönes Vorhäuschen, wo man sich Tickets holt. Und dann geht schon hinein in die Little World. Hier sind dann auch die Ticketkontrollierer. Cool. Sehr, sehr cool. Da hinten sind Mitarbeiterwege. Wir gucken mal eben. Scheint hier nämlich auch dekoriert zu sein. Oh, du hast dir wirklich Mühe gegeben. Schaut mal. Ist alles dekoriert. Eine richtige Garage gebaut und so. Coole Idee hier auch mit diesem Garagentor. Das hast du ja toll gemacht. Sogar hier hinten ist noch Deko. Ach, wie süß. Du hast hier wirklich alles ausgeschmückt. Okay, das kann man natürlich ein bisschen eleganter lösen, aber das passt schon. Bin mal gespannt. Du hast ja geschrieben, der ist relativ klein dazu, deswegen werde ich mir auch die Mitarbeiterbereiche einfach mal gönnen. Ich hoffe, da hast du nichts dagegen. Das ist auch cool hier. Ein paar kleine asiatische Gebäude. Du hast dir wirklich Mühe gegeben, das hier alles ausgeschmückt. Hier sind keine Rohbauten oder sowas. Oh, hier ist sogar ein kleines Gehege. Das ist ja cool, das ist wie so ein Forschungsgehege. Coole Idee, dass du hier so ein... Oder so ein Isolationsgehege für irgendwelche kranken Tiere oder sowas. Finde ich mega, dass du sowas gemacht hast. Echt viele kleine... Oh, hier ist auch Quarantäne. Viele kleine Details hier in den Mitarbeiterbereichen schon mal. Nicht schlecht. Aber ich würde sagen, jetzt gehen wir den Zoo mal richtig hier uns anschauen. Was war da für ein Schild? Tierarzt, okay. Sehr schön. Jetzt geht's hinein. Ist auch eine coole Glocke. Jetzt bin ich ja gespannt. Scheint auf jeden Fall ein asiatischer
so zu sein. Der asiatische Stil ist aber auch sehr schön in dem Spiel. Oh, wie schön. Von Steam Workshop-Objekten hast du jetzt auch nichts geschrieben. Also ich gehe davon aus, dass du alle Sachen selber gebaut hast. Wenn es nicht so ist, kannst du es gerne reinschreiben. Sieht aber cool aus hier mit dem Springbrunnen. Ist ein toller Springbrunnen. Mit Feuer, Wasser, was will man mehr? Hier hast du dann einige Bänke erstmal, wo sich die Leute ausruhen können nach der langen Anreise. Hast du auch eine sehr coole Abdeckung hier selber gebaut. Finde ich cool. Also so einen Regenschutz. Kann man die eigentlich... Oh, kann man wirklich? Ist der jetzt wegen mir verschwunden, weil der geplatzt ist? Warte, das probieren wir aus. Ah, tatsächlich. Ich kann die platzen lassen. Das ist wie bei Rollercoaster Tycoon. Da ging das auch immer. Ich habe zwar kein Platzgeräusch gehört, aber ich gehe einfach mal davon aus, weil ich nicht eingezoomt habe. Ja, wie schön. Ich liebe so asiatische Welten. Toiletten, ja, die dürfen natürlich auch nicht fehlen. Hast du auch schön eingekleidet hier. Und hier haben wir das erste Gehege, glaube ich. Kann das sein? Die Leute stehen hier alle. Oh, ich sollte vielleicht mal... Wir haben 3000 Leute. Oha, ich sollte, glaube ich, mal ganz kurz, bevor wir weitermachen, einmal hier die Einstellung nochmal ändern. Gästeeinstellung. Das Ganze auf 500 begrenzen, weil sonst stehen die uns ein bisschen im Weg rum. Ich spule mal kurz vor und warte mal eben und dann geht's weiter. So, Leute, weiter geht's. Jetzt können wir ja auch was sehen. Jetzt stehen hier nicht die ganzen Leute im Weg. Und wir sehen da hinten Ganges Gaviale. Cool. Hier ist auch so ein schöner Steg. Das sieht doch schon mal ganz cool aus. Hier ist auch so ein Krokodilhaus. Ich weiß gar nicht, ob man da noch reingehen kann. Finde ich cool. Tolle Idee. Diese Bäume finde ich auch immer interessant mit diesen Mega-Wurzeln. Ich finde das eigentlich auch ganz cool, dass du die so platziert hast, dass die Wurzeln noch sehr weit rausgucken. Also stelle ich mir das eigentlich auch mal ein bisschen vor. Ich glaube, das wäre aber noch cooler gewesen, hättest du das ein bisschen in Kombination mit Felsen noch gemacht. Das hätte ich, glaube ich, noch cooler gefunden. Aber an sich ist die Gehege-Idee schon sehr gut. Mit den Ganges Gavialen. Finde ich sehr cool. Hier im Hintergrund sieht man auch noch ein paar Gebäude. Gehen wir mal weiter. Oh, hier ist auch nochmal ein schönes Schild. Mit Info, Box und alles. Ach toll. Ich liebe es, dass überall dieses Wassergeplätscher ist. Das ist richtig cool. Hier nur noch die Musikboxen so ein bisschen. Oh, das ist aber auch süß hier mit den Bäumen und alles so ein bisschen indisch eher, oder? Ah, nicht wirklich. Aber gut, so ein bisschen indisch sieht es schon aus. Weil das so eine Farbmixtur ist. Aber das ist ja auch alles asiatisch, deswegen völlig in Ordnung. Das ist cool. Können die hier auch noch rumschwimmen, die Ganges Gaviale? Ich glaube schon, das ganze Ding hier ist, glaube ich, Ganges Gavial-Gehege, ne? Ich glaube schon. Ah, hier ist sogar Musik. Habe ich mich gerade drüber beschwert. Hier steht schon die erste Box. So, weiter geht's. Ja, habe ich auch noch so nie gesehen. Alles schwarz gefärbt. So, wir gehen mal links. Gehen wir mal hier hoch. Sehen, wo es hier hingeht. Das sind auch noch ein paar Gebäude. Was haben wir hier? Ach, das sind Mitarbeitergebäude. Hier sind nochmal Toiletten. Hier ist, glaube ich, nochmal so ein kleiner Essensbereich. Ja, hier tummeln sich immer noch viele Leute. Es sind leider noch nicht alle verschwunden. Wir sind immer noch bei 700. Aber besser als 3000. Sonst könnten wir hier gar nichts sehen. Hier sind auf jeden Fall ein paar Mitarbeiter, die Leute glücklich machen. Und man kann sich hinsetzen und hat nochmal eine schöne Aussicht über deinen Zoo so ein bisschen. Kann dann auch mit etwas Glück den ein oder anderen Ganges Gavial hier herumlaufen sehen. Finde ich cool gemacht. Ich mag gerne solche Restaurants, die auf erhöhten Punkten sind, wo man dann eine gute Aussicht hat. Richtig schön. So, was haben wir hier? Hier haben wir auch nochmal ein schön eingebautes Vivarium. Welches Tier haben wir hier? Ach, ein Leguan. Oh. Ja, jetzt schwebe ich. Danke, Leute, fürs Hochschieben. Das ist aber auch ein Gedrängel hier mit den Leuten, ne? Ich finde das ja eigentlich immer ganz cool, wenn Leute da sind, aber teilweise ist es auch echt nervig. Gibt einem zwar so ein bisschen dieses Gefühl, dass man nicht alleine ist und den Zoo wirklich besichtigt, wenn andere Leute da sind. Aber die blockieren halt teilweise echt die guten Punkte. Das ist immer ein bisschen doof. Egal, wir wären eh wieder hier runtergegangen. Das heißt, hier oben ist einfach nur so ein Fressbereich. Wir gehen jetzt mal hier weiter. Und hier geht's in das Ganges Gavialhaus. Mal schauen, was uns hier erwartet. Das ist wieder ein schönes Wassergeplätscher. Auch ganz süß hier, dass hier wieder so ein bisschen Wasser runterläuft. Hier ist jetzt das Häuschen. Hier flackern leider die ein oder anderen Sachen. Da musst du, glaube ich, nochmal bei und die bisschen bewegen. Nicht immer doof, dass dieses Flackern entsteht, wenn Sachen genau ineinander platziert sind. Oh, wie cool. Okay, von hier hat man wirklich eine coole Aussicht. Aber es ist auch sehr gefährlich. Man könnte hier so seine Hand reinstrecken
Und dann schnappt so ein riesiger Ganges Gavial nach einem. Oha. Die sind aber auch groß, ne? Oh mein Gott. Wie groß werden die denn so? Das interessiert mich gerade auch ein bisschen, muss ich sagen. Schauen wir doch mal gleich nach. 300 Kilo. Oh mein Gott. 4,4 Meter lang. Und 50 Jahre alt. Okay, das ist krass. Also ich glaube, so ein Ganges Gavial könnte einen Menschen auf jeden Fall unter Wasser ziehen. Wenn sich die kleinen Babys dafür anguckt, sind schon sehr putzig. Ist aber cool, dass man hier nochmal so reingehen kann. Finde ich sehr cool. Können wir da auch nochmal rumgehen. Das hier ist alles Ganges Gavial, ne? Ja. Das heißt, man kann einmal komplett in die Mitte von dem Gehege gehen und hat überall Rundumsicht. Finde ich cool gemacht. Hier geht's wahrscheinlich nur zurück. Ja. Hier geht's nur zurück. Ich würde sagen, wir machen einfach mal hier auf dieser Seite weiter. Warum nicht? Was haben wir denn hier? Ist auch nochmal so ein Platz. Ja, hier flackern leider auch so ein bisschen die Sachen. Das ist echt doof. Leider immer ein bisschen störend, weil du die so ein bisschen ineinander platziert hast. Da musst du halt dann einmal anheben und wieder runter. Dann geht das in der Regel, dass es nicht mehr flackert. Hier sind nochmal Toiletten. Hier ist es auch wieder. Schade, schade. Ja, das sind halt alles so Feinheiten. Die sieht man von oben meistens gar nicht so doll. Hier haben wir ein begehbares Gehege. Oh, cool. Mit Japan-Makaken. Auch coole Äffchen. Habe ich, glaube ich, auch noch nie in echt gesehen. Er will erstmal ausblitzen. Sind aber sehr süß, die Äffchen. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt eigentlich für so ein begehbares Gehege gemacht sind. Keine Ahnung. Was machen die denn hier? Die spielen alle an dem Eisblock. Das ist ja süß. Hier ist auch so ein Tempel gebaut, eine Ruine. Das sieht ja cool aus. Können die ja auch überall hochklettern, glaube ich. Und dann nochmal so Unterschlüpfe, wo die schlafen können. Oh, das schwebt leider auch ein bisschen. Das hättest du, glaube ich, noch ein kleines Stück runter machen können. Hey, hier kann man auf jeden Fall einmal quer rumlaufen im Gehege. Sieht auf jeden Fall cool aus, das Gehege. Gefällt mir. Hier ist auch nochmal ein schöner Schlafplatz. Auch sogar mit mehreren Etagen. Ganz viel Liebe zum Detail hier. In so einem versteckten Haus, dass man hier noch hochgehen kann. Hier oben ist nochmal ein kleiner Schlafplatz. Sehr süß. Der Tempel ist cool, der gefällt mir. Da haben die Affen halt auch viel zu tun. Die können hier klettern. Dann können sie hier hinten nochmal hochgehen. Hier ist auch alles gestaltet. Sehr cool. Sieht wirklich gut aus. Coole Idee, so ein Tempel da in das begehbare Gehege zu bauen. So, hier geht es dann wieder raus. Rechts geht es auch wieder lang. Sollen wir mal rechts hochgehen? Komm, wir gehen mal rechts hoch. Ah ne, hier ist nur Mitarbeiterweg. Okay, den gehen wir mal nicht lang. Dann gehen wir mal hier hinten hoch. Was ist denn in dieser Tür? Ein Tunnel. Okay, das macht ja nichts. Gehen wir mal hier hoch. Das ist eine selbstgebaute Treppe. Ich glaube schon, oder? Habe ich so noch nie gesehen. Hast du dir wirklich die Mühe gemacht und jede Stufe einzeln platziert? Könntest du mir vorstellen. Ich weiß es jetzt nicht genau. Kann man dann auch nochmal gucken. Hier flackert es leider auch wieder. Schade, schade. Aber das mit dem Flackern, da musst du wirklich ein bisschen drauf achten beim nächsten Mal. Oder wenn du deinen Zoo verbesserst. Hier ist auch am Flackern. Weil das ist halt beim Besichtigen schon störend, finde ich. Aber sieht schon alles sehr schön aus, vom Stil her an sich. Hier haben wir schon das, direkt das nächste Gehege. Nämlich den roten oder kleinen Panda. Ich glaube, auf Deutsch heißt er kleiner Panda, ne? Kleiner Panda, genau. Auf Englisch heißt er, glaube ich, Red Panda. Deswegen verstehe ich das nicht so ganz, wenn ich ehrlich bin. Aber ich glaube, wenn ich roter Panda sage, wisst ihr auch, was gemeint ist. Auf jeden Fall auch sehr schön mit den Blätterzeugs hier. Ich finde es auch gut, dass du hier alles mit Wasser abgegrenzt hast. Hier fehlt mir so ein bisschen der Übergang. Vom Wasser zu... Also hier so ein paar Felsen einarbeiten. Vielleicht das nochmal ein bisschen überglätten. Nicht, dass das hier so... Sieht sehr künstlich hier aus, weil das alles so gleichmäßig ist. Auch hier vorne so ein bisschen. Ja, hier flackert es leider wieder. Also ich glaube, hier hättest du noch so ein bisschen auskleiden können mit Felsen. Definitiv. Wollen wir mal reingehen? Schaffen wir das da? Ne. Wie können wir nicht rein? Macht aber ja auch nichts. Hier kann man auch nochmal rumlaufen. Kann die von allen Seiten dann beobachten, was ich auch sehr cool finde. Sowas ist immer toll, wenn man den Rundumblick um ein Tier hat. Kann man einmal komplett drumherum gehen. Das ist cool. Ist auch sehr flach, das Gehege. Also ich glaube, hier brauchst du noch ein paar mehr Höhenunterschiede. Auch wenn das nur so minimale sind. Also hier ist das schon gut. Solche kleinen Höhenunterschiede hier mit drin hast, das sieht dann immer ein bisschen natürlicher aus. Das schwebt hier auch leider ein bisschen. Geh hier mal rein. Ja, perfekt. Geht sogar. So, hier sind die Klettermöglichkeiten. Das ist ja cool. Kann man dann auch oben rüber gehen.
alles sehr schön gemacht. Cool. Solides Gehege. Kannst du dich aber noch ein bisschen austoben, was die Ausschmückung angeht. Auf jeden Fall. Ich will jetzt erstmal hier hinten einmal lang. Da ging es nämlich auch noch hoch. Wo ich das jetzt vergesse. So, hier geht es nochmal lang. Oh, der Boden ist sehr flach und hier flackert es wieder. Hier sind wieder Gegenstände ineinander platziert. So, hier kann man einfach nochmal auf eine zweite Etage und nochmal von oben gucken. Ah, wie cool. Okay. Ist aber auch ein cooles Gebäude hier mit diesen Mauern. Kann man, glaube ich, einmal nochmal komplett außen rum gehen und die beobachten. Hier hätte ich, glaube ich, tatsächlich noch ein Geländer hingemacht. Natürlich ist die Sicht besser ohne Geländer. Dann kann man die Tierchen besser beobachten. Aber es ist natürlich gefährlich, dass hier Leute runterfallen, ne? Also am besten Geländer und diese Fallnetze. Die finde ich auch immer sehr cool, wenn man die macht. Dass, wenn da Sachen reinfallen oder so, dass man aufgefangen wird oder die Sachen aufgefangen werden. Ja, hier braucht man definitiv ein Geländer. Aber die Idee ist sehr cool, dass du hier so eine Mauern um das Gehege gebaut hast. Ist auch so ein bisschen wie die chinesische Mauer. So, was haben wir denn hier? Das sieht ja interessant aus, die Brücke. Schauen wir eben von unten. Das ist auch eine coole Brücke vom Stil her. Hier sind auch Flamingos. Oh, wie cool. Das ist ja auch süß, dass du das hier noch so eingebaut hast. So ein kleiner Steg mit einem Boot. Hier planschen die Flamingos. Da hinten laufen die Leute auch noch lang. Oh, da können die Flamingos nicht raus. Hier vorne. Hätte ich ja nicht gedacht. Oh, das ist eine Kiste. Wartet mal. Wir retten ihn natürlich, wenn er dagegen klopft. So, Flamingo gerettet. Wieder was Gutes getan. Ach, schön. Genau, hier unten kann man dann immer... Sogar von hier kann man nochmal die Pandas angucken. Cool. Dann geht's hier nach oben. Und hier können wir dann über die Brücke gehen. Kann man dann nochmal perfekt auf die Flamingos schauen. Auch mit einer schönen Aussicht. Das ist auch cool, wie er hier rüber gesprintet ist. So, was haben wir hier? Das ist wieder mitarbeitermäßig. Ja, das mit dem Flackern, da hast du wirklich häufig Probleme. Schade, schade. So, das Schneeleoparden, die können wir hier einmal beim Schlafen beobachten. Auch cool. Oh, da oben klettert er gerade. Mann, versteckt er ist. Das ist ja krass. Können die so gut klettern, die Schneeleoparden? Scheint schon. Oh, wie süß. Drei Babys. Auch ein Baby? Ich weiß es nicht. Ist halt so putzig, ne? Ich glaube, wenn ich die mal in echt gesehen habe, könnte das mein Lieblingstier werden. Aus dem Zoo. Die haben auch ein großes Gehege. Ich glaube, die können hier hinten überall noch hinklettern, kann das sein? Aber ich glaube schon, die können, glaube ich, sogar hier hin. Das heißt, man könnte hier einen Schneeleoparden sehen, von der Brücke aus. Hier waren wir gerade bei der Brücke. Das ist cool. Ja, hier fehlt natürlich auch noch ein bisschen Ausschmücken. Ausschmückung, so ein bisschen. Sieht hier alles noch so Rohbaumäßig aus. Aber gut, das sind halt alles die Feinheiten. Ist auf jeden Fall schön, dass du hier wieder ein bisschen Wasser am Plätschern gemacht hast. Ich glaube, du hättest ja auch mal dich ein bisschen mehr austoben können, was Wasserfall angeht. So ein bisschen stärkeren Wasserfall bauen. Du hast halt immer sehr leichtes Plätschern nur, was ja auch an sich in Ordnung ist. Aber auch wieder cool, dass du hier so Ruinenobjekte und so platziert hast. Sieht schon cool aus. So, wo kamen wir denn her? Hierher, ne? Genau. Das wird einfach mal reingegangen. Ganz frech. So, hier sind noch ein paar asiatische Gebäude. Hier geht es auch nochmal hoch. Hier kann man die dann nochmal von hier beobachten. Hier, krass. Hier können die nicht raus, die Flamingos. Finde ich cool. Cool, dass das geht. Nicht schlecht. Kann man auf jeden Fall sehr gut beobachten. Und im Hintergrund sieht man dann diese asiatische Mauer nochmal ein bisschen. Auch sehr cool. Hier flackert es leider auch wieder ein bisschen. Überall so leichtes Flackern. Auch. Ach, schade, schade. Das ist halt echt beim Besichtigen so ein bisschen störend, ne? Muss man leider sagen. Cool. Ich hoffe, ich habe mich nicht verlaufen. Jetzt geht's hier vorne rein. Das ist ja cool hier oben. Mit der Bepflanzung und so. Das ist ein cooler Gang. Hier können wir dann nochmal die Schneeleoparden perfekt beobachten. Durchs Glas. Vorne geht's auch nochmal lang. Oder ist sogar begehbar. Toiletten. Hier ist nochmal so ein bisschen Deko. Ist auch ein Durchgang. Aber gehen wir erstmal hier lang, weil das sehr schön aussieht hier mit diesem Dach und sowas. Ist wie so ein Tunnel. Finde ich mega cool. Hier könnte man bestimmt auch noch cool beleuchten. Ah, hier gibt es Trampeltiere. Zu sehen. Hier oben geht es dann nochmal über eine Brücke.
Können wir die nochmal besser beobachten. Hier hast du das sehr schön gemacht mit den Höhenunterschieden. Hier sieht man das echt gut. Hier sind immer diese ganz minimalen Höhenunterschiede drin. Aber dadurch wirkt das Gehege viel, also nicht so flach. Wisst ihr, was ich meine? Es ist eigentlich ziemlich flach, aber durch diese minimalen Höhenunterschiede ist das schon sehr cool gemacht. Also es gefällt mir. So sollte man das eigentlich immer machen. So, geht's hier lang? Hier ist Sackgasse, okay. Das heißt, hier kann man einmal rundum die Schneeleoparden sehen. Hier links kann man nochmal die Trampeltiere sehen. Und hier geht's wahrscheinlich wieder hoch, oder? Ah, hier sind Orang-Utans nochmal. Wow, wie cool, okay. Das hast du ja auch noch zwischengepackt. Da oben beobachtet er uns. Das ist aber cool hier mit dem Baum und dieser Plattform. Kann man dann rübergehen. Da können die hochklettern. Oh, fall ich hier schon runter. Das ist aber cool. Da kann man die dann wirklich Auge in Auge fast sehen, wenn die hier oben sind. Dann sind die echt auf Augenhöhe. Cool, cool, cool. Oh, falle ich fast rein. Ah, hier unten sind dann die Trampeltiere. Kann man dann hier nochmal sehen. Dann läuft das Kleine und hoppelt. Oh, wie süß. Oh, da sind auch Schuppentierchen drin. Okay, das wusste ich nicht. Du hast die anscheinend gemixt. Na gut, wenn die sich vertragen. Warum nicht, ne? Ja, beides süße Tierchen. Nicht, dass sich das Schuppentierchen verlaufen hat oder so. Hm. Wollen wir mal nicht hoffen. So, hier hätten wir vorhin dann reingehen können. Da sind wir jetzt einfach mal rausgekommen. Ich glaube, wir sind relativ elegant jetzt hier durchgelaufen. Nicht schlecht. So, gehen wir mal wieder hier runter. Denn Wegenetz ist gar nicht so schlecht. Also das finde ich eigentlich ganz gut. Ich habe mich jetzt nicht unbedingt verlaufen. Weiß jetzt nicht, ob wir noch... Ne, hier waren wir auch schon. Ne? Ich glaube, wir haben alles gesehen. Aber du hast ja auch geschrieben, es ist Little World. Wir gucken mal von oben. War auf jeden Fall süß. Hat Spaß gemacht. Genau, hier vorne sind wir reingegangen. Hier waren wir dann. Hier waren die Ganges-Gaviale. Hier waren die Makaken. Ne? Ja. Hier waren die Makaken. Hier waren die kleinen Pandas. Das sieht aber auch cool aus hier, ne? Mit den Mauern und so. Seht ihr das von oben? Sieht man das Flackern kaum. Das war ja hier alles am Flackern. Und das ist halt das Ding. Wenn man baut, merkt man das gar nicht selber. Muss man halt echt nah ranzoomen. Sieht aber cool aus hier, das Gehege. Ich glaube, wir haben wirklich alles gesehen. Ja. Cooler, cooler Zoo. Ich darf das Ganze... Oh, hier ist ein schöner Wasserfall. Oh, wie cool. Die sehen schön aus hier. Die finde ich mega cool hier. Die rechten. Mal was ganz Besonderes. Sieht fast so aus, als wenn das Wasser hier so aus den Spalten guckt. Vielleicht hätte man hier sogar noch so eine kleine Felsspalte mit reinmachen können. Dann wäre es mega cool. Ja, der gefällt mir. Der sieht cool aus. Ja, das Ganze werde ich auf jeden Fall für euch hochladen. Das hat sie mir, glaube ich, erlaubt. Das heißt, in der Videobeschreibung werdet ihr den Speicherstand dafür finden. Und hier ist auch schöne Felsarbeit. Schön kombiniert das Ganze. Aber wir haben ja gleich noch eine Little Surprise vor uns. Da bin ich ja mal gespannt. Ich kann mir darunter noch gar nichts vorstellen. Aber ich würde sagen, wir schauen... Oh, nee, bevor wir das machen, schauen wir mal ganz kurz bei Nacht rüber. Dass ich das vergesse. Wegen Beleuchtung. Gerade diese asiatischen Sachen sind meistens sehr gut beleuchtet, weil die von Natur aus schon beleuchtet sind. Ja, das sieht ja schon ganz gut aus hier. Schon relativ solide ausgeleuchtet. Aber so ein richtiges Highlight sehe ich jetzt hier nicht. Also ich weiß auch nicht, ob du dich da groß drum gekümmert hast. Ich finde es halt immer cool, wenn Sachen angestrahlt werden. Oder so ein Planetarium oder sowas. Das haben wir alles schon gesehen. Ja, war aber ein toller Zoo. Und jetzt schauen wir uns mal gemeinsam unsere kleine Überraschung an. Und jetzt schauen wir uns mal die Überraschung an. Ich habe keine Ahnung, was uns hier erwartet. Bin sehr gespannt. Plattform 1. Okay. Wir sind auf jeden Fall in einem indischen Gebäude gestartet. Little World. Ah, ich verstehe. Das ist der Zug zu Little World. Das heißt, das ist hier sozusagen die Bahnhofstation, die dann zu deinem Zoo führt. Ach, wie cool. Okay, das ist eine coole Idee. Finde ich nice. Ist auch schöne Musik. Alles so ein bisschen indisch. Es scheint eine sehr große Halle zu sein. Ein sehr großer Bahnhof. Hm. Was man bei so einem großen Dach immer beachten muss, das habe ich auch häufig nicht selber drauf geachtet, aber habt ihr schon sehr oft in die Kommentare geschrieben. Man muss das immer ein bisschen abstützen, sonst ist es unrealistisch. Weil so ein großes Dach würde ohne Stützen
nicht funktionieren. Sieht zwar irgendwie cool aus, aber wenn man es wirklich realistisch betrachtet... Oh, jetzt gucken wir mal Realismus hier vom Spiel, wo wir gerade davon reden. Na, fliegt er durch? Wie hoch ist denn das? Das ist ja mega hoch. Ah, okay. Ne, ist geplatzt, glaube ich. Ich glaube, der Realismus von dem Spiel ist gar nicht mal so schlecht. Ja, auf jeden Fall, man sollte es mal ein bisschen abstützen. Gerade bei so großen Hallen. Ich weiß, Stützen sehen manchmal ein bisschen doof aus, aber man kann es auch so verpacken, dass Stützen cool aussehen. Ist halt immer ein bisschen kompliziert und schwierig. Auf jeden Fall sehr schön dekoriert hier. Hier sind einige Läden, Informationen. Das ist auf jeden Fall an der Bahnhofstation oder Bahnhofshalle, die zu deinem Zug führt. Finde ich cool, die Idee. Was gibt's hier? Police. Oh, okay. Das ist eine Polizei. Das sieht aber nicht nach Police aus. Das sieht nach faulen Mitarbeitern aus. Sehr gut. Prison? Oha. Oh Gott, geht's ins Gefängnis? Achso, was mir übrigens aufgefallen ist, ich habe vorhin gar nicht auf meine Hängematte und meinen Drink geachtet. Ich hoffe, dass, vielleicht finden wir das ja auch hier. Ich weiß es nicht. Falls nicht, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr es gesehen habt. Ansonsten könnt ihr die ja mal selber suchen. Der Speicherstand ist ja in der Videobeschreibung. Nur mal ein paar Wartebereiche. Ist auch nochmal ein schöner Springbrunnen. Wieder mit cooler Musik. Ja, toll. Ist alles so ein bisschen indisch hier angehaucht. Nochmal ein paar Vivarien. Mit Leguan. Haben wir hier. Boa Constrictor. Ja, komische Schnecke da. Das hier. Ah, der Goliath-Frosch. Der ist aber auch riesig, ne? So groß wie so ein Menschenkopf gefühlt. Heftig. Oh, das ist voll groß hier. Ich glaube, ich werde mich hier verlaufen in der Halle. Hier ist sogar ein Gehege mit Tieren. Das heißt, das hier ist auch schon so ein Zoo. So mega das Mischgehege mit Affen. Kann man die überhaupt mischen? Mandrills und Lemuren und sowas? Weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall eine süße kleine Kletterstation. Hier hast du das auch wieder sehr gut gemacht. Hier hast du so leichte Höhenunterschiede drin. Ich finde, das macht immer echt viel aus. Das sieht doch sehr tropisch hier aus. Nicht schlecht. Kann man, glaube ich, einmal drum herumlaufen. Die ist auch nochmal schön dekoriert. Haben wir hier Toilets. Nochmal so ein bisschen indisch alles. Eine Musik. Ein Plätschern. Ah, das ist schon sehr süß gestaltet hier von innen. Fast schon wie so eine kleine indische Stadt hier. Nicht schlecht. Ja, man kann auf jeden Fall einmal komplett drum herumlaufen. Kann man hier rein? Ah, nee. Das ist der Mitarbeitereingang. Okay. Auch sehr cool hier die Idee. Das Kletterding hier für die Äffchen. Hier sind auch Varis. Können hier hochklettern und hier ist dann nochmal so ein schönes Gebäude. Vielleicht können die ja sogar rein ins Gebäude. Das wäre auch mega cool. Ach, können die tatsächlich da? Da können die drin schlafen. Okay, das ist nice. Hier geht so eine Treppe hoch. Coole Idee. So, versuchen mal ein bisschen schneller hier rumzulaufen. Die drei Affenarten sind da drin. Haben wir auch schon alle gesehen. Man kann wieder einmal rundum gucken. Hier geht es auch wieder nach draußen. Oha, ich glaube, wir gehen aber erstmal nach da. Weil hier scheint irgendwas dran zu stehen, glaube ich. Was habe ich denn hier noch verpasst? Gibt hier halt viele Wege zu entdecken. Ah, hier ist nochmal so eine kleine Chill-Lounge. Steht da? Left Luggage. Look Cage. Luck Gage. Ich habe keine Ahnung, was das ist, wenn ich ehrlich bin. Heißt das übersetzt, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Das Wort habe ich tatsächlich noch nie gehört. So. Ja, ich glaube, hier haben wir alles drin gesehen. Ah, hier ging es noch hoch. Ich möchte das jetzt hier verpeile. Kann man auch nochmal chillen. Oh ja, hier ist richtig viel zu chillen. Ist hier auch sowas wie ein Zoo? Ich dachte, das wäre jetzt nur die Bahnhofstation. Ich glaube, das hier ist auch nochmal sowas wie ein kleiner Zoo. Okay. Hier geht es, glaube ich, auch nochmal einmal fast drumherum. Kann man da laufen, hier oben. Weiß ich aber gerade nicht. Will ich jetzt auch nicht lang laufen. Ist mir ein bisschen zu lang der Weg. Ich bin lauffaul. Erstmal ein Schlückchen Cappuccino. Guck mal, er ist richtig glücklich. Bei der Arbeit. Wenn ich mal so aussehen würde, wenn ich arbeite. Das wäre schön. So. Dundee's... Nee, Dundee Lions Station. Cool. Okay. Ja, hier flackert es leider auch wieder so ein bisschen. Aber ich finde die Schriftart cool, die du hier gewählt hast. Und dann dieses
Gold auf Schwarz, das gefällt mir auch sehr gut. Das hast du, glaube ich, vorhin auch schon im Zoo gemacht. Boah, hier gibt es ja voll viel zu entdecken. Wo bin ich denn hier? Ist auch nochmal so ein bisschen tropenmäßig hier. Auch Gehege. Wir sind tatsächlich halt, ist nochmal wie so ein kleiner Zoo. Das heißt, bevor man zum Zoo kommt, ist man in einem Zoo. Oder wie kann ich das verstehen? Ich glaube schon. Hier ist ein kleines Löwengehege. Können wir die dann nochmal anschauen. Auch sehr cool, von den Höhenunterschieden und so her. Löwen sind auch ganz tolle Tiere. Großer Fan von. Das hast du auch hier schön kombiniert mit den Klippen und so. Ganz gut aus. Ja, hier vorne hättest du sogar noch ein bisschen mehr einkleiden können. Vielleicht hier noch mit ein bisschen Pflanzen oder so abdecken. Aber du hast den Übergang schon sehr gut gemacht zwischen Klippen und normalen Terrain. Sieht sehr gut aus. So. Weiter geht's. Geht's hier lang? Sind immer ganz viele indische Gebäude. Ganz viel Deko sogar. Ist alles so mitarbeitermäßig? Ne, hier sind, glaube ich, auch noch Besucher-Sachen. Aber das Wegenetz ist hier ein bisschen verwirrend. Aber es geht aber eigentlich noch. Ich glaube, ich bin einfach nur ein Mensch, der schnell verwirrt ist. Und sich schnell verläuft. Ja, hier ist auch nochmal so ein bisschen Deko. Mit Faun. Oh, Flamingos wieder. Ich habe das Gefühl, in jedem Zoo gibt es Flamingos. Liebt ihr alle Flamingos? Ich frage mich ja, welches so das Tier ist, was ihr am wenigsten verwendet. Und man sieht schon häufig die gleichen Tiere, ne? In euren Zoos. Auch in Vivarien und so. Ich glaube, es gibt da wirklich Tiere, die sehr unbeliebt sind. Auch ein solides Gehege hier. Ganz cool aus. Ja, gefällt mir. Vielleicht gibt es ja so eine Statistik oder so, welches die unbeliebtesten Tiere bei Planet Zoo sind. Ich mag sie alle. Alles tolle Tiere. Toilets. Okay. Das heißt, das hier ist die Bahnhofstation. Da hinten geht es auch nochmal raus. Oder ich muss ehrlich sagen, ich verstehe so ein bisschen den Sinn jetzt nicht ganz genau dahinter. Weil das ist jetzt hier auch schon wie so ein Elephant Trail. Das musst du mal in den Kommentaren erklären, weil das ist ja auch schon wie so ein kleiner Zoo jetzt hier. Ich meine, wenn das jetzt nur so die Station wäre mit einem Gehege, damit die Leute schon mal so auf den Geschmack kommen, was sie erwartet in Little World, das hätte ich ja verstanden. Aber das ist ja hier schon fast so groß wie Little World an sich. Und von der Tierauswahl sieht es ja auch so aus, wenn wir jetzt hier sogar Elefanten sehen. Ganz schön krass. Muss man dann überhaupt noch darüber fahren, nach Little World, wenn man hier schon quasi ein Zoo bei der Station hat? Aber du hast ja bestimmt was dabei gedacht. Kannst du dann ja mal reinschreiben. Okay. Also teilweise ist das Wegenetz aber schon verwirrend. Ich weiß nicht, ob das nur mir so vorkommt. Elephant Trail. Diese Schilder finde ich sehr schön. Also es sieht echt cool aus mit dieser gelben Schrift. Sieht auch irgendwie cool aus mit der Strecke, dass die hier so gebogen ist und dass du das als Eingang benutzt. Coole Idee. Könnte wie in so einem Freizeitpark sein, so eine Achterbahn. Gehen wir links lang? Wir gehen mal erstmal links lang. Was haben wir denn hier? Tiger haben wir hier. Königstiger. Oh, die haben auch so ein kleines süßes Häuschen, wo sie hochklettern können und oben auf dem Balkon und alles können. Nicht schlecht. Okay. So. Sowas kann man natürlich auch immer ein bisschen ausschmücken, solche Aussichtsplattformen. Ich finde immer diese Rohbauten. Also es sieht halt immer so ein bisschen doof aus, gerade von unten, dieser Betonboden und so. Ich weiß, das ist immer viel Arbeit, aber ich finde, diese Arbeit lohnt sich. Cool, da hüpfen sie rum. Das ist aber cool, dass sie so einen ganzen Tempel haben, wo sie dann rein können. Schauen wir uns hier mal kurz an von innen. Ja, ihr könnt die halt richtig hochklettern, Leute. Und sogar oben schlafen. Cool. Habe ich schon wieder Klopfen gehört. Aber hier ist der Eingang. Eigentlich hätten die dann da sein müssen. Aber weiß ich nicht. So, gehen wir zurück. Und jetzt den anderen Weg. Jetzt geht's zum Elephant Trail. Bin ich ja mal gespannt, was uns hier erwartet. Auf jeden Fall schon mal riesige Bäume. Ja, passend zu Elefanten, ne? Es gibt hier, glaube ich, auch wieder eine Eisenbahn. Muss es ja geben, wenn die Strecke da oben rüberfährt. Ich weiß aber nicht, ob wir die fahren sollten oder nicht. Können wir gleich mal gucken, wie die Strecke von oben so ist. Oh, hier haben wir Krokodile. Ach, wieder Ganges Gaviale. Habe ich gar nicht gesehen vorhin. Da chillt er so. Der ist riesig, ne? Die Männchen werden echt groß von denen. Auch wieder ein schöner Unterstand für die gebaut. Cool. Auch tolles Gehege. Ja, ein bisschen plätschern.
Und hier sind die Elefanten. Oh, indische Elefanten. Welche findet ihr cooler? Afrikanische oder indische? Ich glaube, ich finde afrikanische cooler. Aber die sind auch irgendwie cool. Die haben halt nicht so große Ohren und so. Aber auch schöne Elefanten. Definitiv. Elefanten sind eh tolle Tiere. Mag ich sehr gerne. OV'en sind auch hier. OV'en und Elefanten kann man mischen? Okay, krass. Man wahrscheinlich nicht, aber du hast es einfach mal gemacht. Warum nicht? Da sind wieder einige Geschäfte und Läden. Mitarbeitergebäude. Ich habe echt das Gefühl, ich verlaufe mich hier immer. So ein bisschen. Wir laufen einmal rum. Ich glaube, ah ne, hier kann man gar nicht einmal ganz rumlaufen. Das ist auf jeden Fall das Elefantengebäude. Und hier wäre dann die Station, wo man in den Zug kommt. Okay, cool. Das wird auch nochmal alles dekoriert und schön gestaltet. Auch ein cooler, kleiner, süßer Bahnhof. Der scheint sogar in Betrieb zu sein. Hier sitzen die Leute auf jeden Fall bereit, die da hinten warten darauf, dass sie aussteigen können. Und sie lange warten. So, wir schauen mal von oben. Also hier haben wir gerade angefangen in der Station. Cool. Also hier musst du halt echt darauf achten beim nächsten Mal oder dass du, wenn du es noch überarbeitest, dass du dir irgendwie hier so ein Stützensystem oder so überlegst. Ich bin halt auch kein Architekt, aber das haben halt schon viele in die Kommentare geschrieben, dass es bei solchen großen Hallen meistens nicht abgestützt ist. Und das ist auch ein richtiger Punkt. Also es ist halt schon unrealistisch, wenn man darüber nachdenkt. Hier kann man tatsächlich einmal komplett drum herum laufen. Aber hier sind halt auch keine Leute, weil es hier nichts zu sehen gibt. Kann ich halt auch verstehen. Stellt euch mal vor, so eine große Halle und dann hier rumherum kann man laufen und dann so ein gesamter Zoo drumherum bauen um die Halle. Das wäre, glaube ich, mega cool. Da könnte man immer von oben gucken auf die Tiere hinab. Wenn man hier drumherum immer Gehege haben würde. Ja, das haben wir vorhin gesehen. Hängematte und Drink habe ich leider nicht entdeckt. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr die gefunden habt. Ich werde beides hochladen für euch. Und das ist aber schön dekoriert. Mir gefällt das. Ich muss halt ein bisschen darauf achten, dass das alles nicht so flackert. Auch sehr cool hier die Station. Sieht cool aus. Hier diese Säulen und so. Was sind das für Gegenstände hier? Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Ja, tolle Bahnhofsstation. Ich weiß nicht, ob sich diese Zugfahrt lohnt. Nee, ist einmal im Kreis und relativ weit außen. Wenn man außen im Zoo fährt, gibt es halt nichts zu sehen. Also ich denke mal, das ist schon in Ordnung, wenn wir die nicht fahren. Ich glaube, wir haben jetzt aber alles gesehen. Das hier ist nochmal das Elefantengehege von oben. Hier sind auch ein paar schöne Gebäude. Da schlafen sie dann. Oh, komm, einmal zum Abschluss. Für die Likes einmal aufklappen. Ehre. Lasst ein Like da, Leute. Du bist der Beste. Du bist der Allerbeste. Sandy. Zack. Wie, hat das jetzt nicht übernommen? Okay, er will nicht Dandy heißen. Doch. Dandy. So. Bester V der Welt. Sehr, sehr gut. Okay. Das sieht doch schön aus. Auch hier schöne Felsarbeit. Cool, cool, cool. Hat richtig Spaß gemacht. Dankeschön für deine, ich würde fast sagen, zwei Zoos, ne, die wir jetzt angeguckt haben. Zwei sehr kleine, aber feine Zoos. Hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Einmal Little World und Little Surprise. So hießen sie beide. Sind beide unten in der Videobeschreibung. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die beiden Zoos von Shiny fandet. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Bleibt gesund, euer Dandy.